Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder ein paar Arena-Games zeigen. Diesmal hier mit am Anfang Begrüßung, denn ihr seht gerade schon, es ist ein bisschen laggy. Das ist nur am Start teilweise so. Irgendwie ist die Aufnahme ein bisschen broken. Deswegen habe ich bei einigen Arena-Games quasi den Anfang weggeschnitten und nach einer halben Minute oder so ist dann immer flüssig und keine Ahnung, was das liegt. Aber die anderen Games, wie gesagt, sind ein bisschen weggeschnitten, dass ihr Bescheid wisst, warum das so der Fall ist. Ich verabschiede mich, viel Spaß mit den Games, euer Tillah, ciao. An der Stelle. Okay, Dornen sind runter. Ja, okay. Das Problem ist, die sind nicht blöd und das wird jetzt mein Verhängnis sein. Ich hätte was anderes skillen sollen. Die gehen voll auf den Rogue, was ich mir schon dachte. Auf wen hat er jetzt Dornen gegeben? Okay, ich muss es halt jedes Mal Dings klicken. Okay, Spell Steal ist halt schon mal raus. Wenn sie einmal auf mich gehen. Ah, fuck. Hab ich den noch... Ich glaube, ich habe ihn gerade noch unterbrochen, den Greater. Shadow Theory. Greater Pyro. Countered. Poly. Success. Prowl. Cataclysm. Poly. Success. Greater Pyro. Prowl. Success. Rake Stun. Countered. Poly. Dark Cyclone. Poly. Cyclone. Chaos Bolt. Success. Jetzt haben sie mich voll weggezeigt. Jetzt kann ich den nicht interrupten. Jetzt wird er durch Chaos Bolten. Jetzt hat er sich Dornen draufgehauen. Jetzt darf ich eigentlich nicht mehr draufhauen. Das war eine ziemlich dumme Sache, was ich gemacht habe. Thorns down. Countered. Fear. Prowl. Ice block. Okay, block hat er schon mal raus. Ice block down. Poly. Success. Greater Pyro. Resolve down. Fear. Ich konnte ihn nicht kicken, scheiße. Das habe ich jetzt übelst verkackt gerade. Fear. Mage, Shield, Mortal Coil, Hibernate, Success, Purge, Iron Bar, Fear, Dragon Breath, Success, Chaos Bolt, Dispel, Chaos Bolt, Fear, Success, Fear, Chaos Bolt, Counter, Cauterize, Fear, Cyclone, Fear, Success. Also ich habe ihn noch gestunt. Ah, da ist der Mage gestorben. Manchmal ist so ein Stun in der richtigen Sekunde Gold wert. Okay, der ist rausgegangen. Huiuiuiui. Ja, der Ding hat Dornen drauf. Chaos Nova. Lob Dornen down. Iron Bark.
Demon Kick. Purge. Eruption. Alter, dieses der Mastern, der killt uns. Wir haben uns alle drei mastern lassen. Darkness. Tiger's metamorph down. Storm earth and fire. Balkskin. Thorns. Blur. Er hat sich jetzt selber Dornen gegeben. Da würde ich jetzt nicht. Der hat voll Dornen. Ring of Peace. Lower down. Dorn down. Counter. Demon kick. Okay, Dornen sind down. Bam. Ich habe mir die ganze Zeit diesen CD aufgehoben. Und jetzt habe ich gesehen, der ist low, draufgeknallt, weg war er. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir das noch safen. Das komplette Game habe ich mit dem CD aufgehoben, weil nie die Chance war, dass ich sage, okay, also, ne, das macht extrem Damage. Aber es ist halt gewastet, wenn ich damit keinen töte. Deswegen habe ich jetzt geguckt, gewartet und jetzt dann reingelasert. Als der richtige Moment da war. Sehr schön. Ich liebe dieses Ding. Das ist nämlich, also ehrlich gesagt ist das, glaube ich, von Blizzard nicht so geplant, dass das im PvP nicht scaled, ne? Du kannst da halt echt reinblasten mit. Jetzt muss ich mal gucken, was das gerade gezwiebelt hat, der Spell. Eigentlich muss ich halt schauen, dass der Debuff auch drauf ist. Verursacht der Schaden? Warte mal, das ist, glaube ich, nee, wahrscheinlich das hier. Dornenranken macht bei mir tatsächlich am meisten Damage, ja? Anima. Okay, das Anima hat den einen Typen mit 72k getroffen. Shinny, hey, grüß dich. Grüße dich. Schauen wir mal. Läuft ohne Probleme, das ist doch gut zu hören. Bin ja noch froh, dass wir hier, ja, da muss ich mal meinen Heil-Addon drauf machen. Wir können auf den Ele schon gehen. Okay, er hat ihn gesappt, passt. Er hat ihn erstmal runtergepurcht. Ja, das Problem ist, dann cleaved bei mir alles, wenn Dings an ist. Ich hab jetzt den CC aufgehauen, aber sonst hätte ich gar nichts machen können. Jetzt, wir gehen auf ein Ding. Ich hab den Parler weggelesen! Bevor er bauen konnte! Du hast gesehen, ich habe wieder mein Laserding reingehauen. Der Parler war einfach tot. Das ist ein Seppen. Ja, super, der andere bleibt da drin und ich cleave halt mit allem, ne? Fuck, ich hab mich verdrückt. Scheiße, das ist jetzt ganz schlecht. Okay, er hat jetzt schon. Gehen die auf mich? Wir gehen halt auf mich, oder was? Er hat Bubble raus, ne? Ich würde auf ihn gehen. Intimidating shout. Sweeping strikes down. True shot down. Hand of protection for bearing down. Countered.
Ich habe halt versehentlich mal eine Expel am Anfang gezogen. Das war halt sehr schlecht. Auf jeden Fall können wir Druck auf ihm aufrechterhalten. Warte mal, ich roar mal. Dann ist der Rogue auch schneller. Okay, Freezing Trap habe ich. Okay, also, die zu trinketen war halt eher so: Komm, ich gebe ihm jetzt mal einen Full Stun. Okay, das war kein Full Stun, das war eher ein kleiner Stun. Aber der Worry ist auch low. Der wird jetzt dann gleich nicht mehr hinterherkommen. Irgendwas rippt jetzt auf jeden Fall. Naja, du kommst mir nicht weg, okay. Ich habe es halt am Anfang verkackt, indem ich meinen im Opener schon den Dings gezogen habe. Die haben tatsächlich gar nicht schlecht Schaden gemacht, die Gegner. Aber es hat halt nicht gereicht. Ein bisschen defensiver gehen. Weiß gar nicht. Ich könnte theoretisch bei sowas auch Mass Entanglement skillen, aber ist halt eigentlich, wenn der Heiler schnell ist, dann hat er instant das Zeug wieder unten. Dachte, man weiß sowas. Die haben gut CC'd. Mein Fehler war so ein bisschen, dass ich am Anfang auf den Stun getrinketet habe, weil ich dachte, komm, wir ziehen durch. Und dann beim 4 konnte ich nicht mehr. Sonst wäre der Pali tot gewesen, weil der war auf 20% und damit shotte ich den einmal weg. Weil die rechnen dann immer nicht mit so einem großen Damage. Gehen sie halt auf den Heiler. Halt open, dann hilft halt nix. Okay, ich fresse halt einfach mal einen Stormbolt. Okay. Gut. Okay, da ist der Heiler. Da oben ist er. Aber. Okay, Diver the Sword ist halt raus. Anti-Magic Zone. Ob denn der die Anti-Magic? Lass auf den Heiler gehen. Wild Charge. Ursalt Vortex. Storm Bolt. Ach, dieser Kack-Vortex. Jetzt bin ich da hinten im. Lass auf den Heiler. Ja, der gut, er kommt halt nicht ran. Scheiß drauf. Okay, wer hat Dawns gekriegt? Der Worry hat Dawns. Avatar. Trinketed. 1 minute. Sweeping strikes. Pommel. Barkskin. Ursalt Vortex. Death grip. Sweeping strikes down. Wild charge. Intimidating shout. Disarm. Dispel. Pillar of frost. Storm bolt. Iron bark. Alter, ich sollte mir ein Dings-Makro machen. Der mit seinem scheiß Mass Entanglement. Ja, das ist halt Druid, der versucht. Also, wenn ich alleine auf den gehe, kannst du vergessen, ne? Stormbolt. Sweeping strikes down. Ihr könnt jetzt. Cyclone. Success.
Mind freeze. Very mortal strike. Cyclone. Cyclone. Lommel. Success. Entangling roots. Disarm. Ursal's vortex. Lob charge. Alter, da ging mein Charge wieder voll auf den Dings hier. Sweeping strikes. Death grip. Jetzt müssen wir uns den Heiler holen. Hilft alles nix. Aber der spielt es tatsächlich ziemlich gut. Muss ich dem ja lassen. Alter, wie oft der Mars Entanglement drücken kann. Der kitet uns halt ganz schön. Ulto! Ich habe halt leider das Zeug nicht gebindet hier mit dem Tank. Sweeping strikes. Counter weapon. Pillar of frost. Wieder ein Bären, wenn der Rogue jetzt hier am Stissel ist. Ich muss den halt heilen, das hilft halt alles nix. Das Problem ist, wir gehen auf verschiedene Targets und das macht halt null Sinn. Das macht halt tatsächlich null Sinn. Stormbolt. Cyclone. Cyclone. Success. Okay, wir machen jetzt einfach. Blade Storm. Death Breath asphyxiate. Iron Boss. Sweeping strikes. Der Typ macht nichts anderes, als mich zu looten. Anti-magic zone by the sword. Pommel. Very mortal strike. Sweeping strikes down. Die by the sword. Storm bolt. Death grip. Trinketed. One man anti-magic shell. Wild charge. Shell down. Defense stands. Damage stands. Ich hab meinen Laser aufbewahrt bis dahin. Alter Schalter. Ursal's Vortex. Asphyxiate. Icebound. Das ist ein unverdienter Win, die waren besser als wir. Der Druid, der hat mich outgekitet, weil ich halt auch kein Dings hab hier. Kein Shapeshift-Makro. Alter Schalter. Das war fast ein bisschen unverdient, dass wir das gewonnen haben. Das sage ich euch.